Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. In der letzten Folge haben wir uns unter anderem um die Marktstände gekümmert. Ja, die entsprechenden Baustellen haben wir hier noch vorliegen. Und ich hoffe mal, dass es sich dann damit mit dieser Aufgabe dann auch erledigt hat. Und wir das Ding hier abhaken können. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. 11 haben wir und 5 weitere sind im Bau. Passt. Dann haben wir die 16 Stück dazu zusammen. So, auch schon mal schön. So, was ich noch gar nicht gemacht habe, glaube ich, ist ein Handelsgedingse hier, ne? Irgendwie so ein Handelslager. Ich müsste mal kurz schauen. Silbervorkommen wurde entdeckt. Wo haben wir denn hier Silber? Gib mir Silber. Ich brauche Silber. Hier ist Stein, da ist Stein. Kohle, Stein. Wo ist denn hier? Wo hat er denn hier Silber gefunden? Hier ist Eisen. Kohle. Da ist ein bisschen Silbererz, hier ist ein bisschen Silbererz. Coole Sache. Ja, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Da ist wieder Eisen. Jetzt, weißt du, wo die ganzen Hänger da los bin. Da hier Schemen und Diebe und Banditen und hast du nicht gesehen. Und Werwölfe wohl auch. Jetzt kommt er hier mit Eisen um die Ecke. Da rennt ein einsames Wildschwein durch die Gegend. So, naja, aber immerhin, wir haben so ein bisschen Silber. Was ich noch gar nicht geguckt habe. Ewige Flamme. Und das, diese Geschichte? Nee, ich brauche was anderes. Ich muss mal ganz kurz. Bergbau. Schmelzhütten, genau. Die haben wir auch noch. Der ist damit beschäftigt oder war damit beschäftigt. Dinge zu tun. Ich habe hier Silbererz. Du machst mal ganz schnell Silberbarren, mein Freund. Was ist mit der anderen? Die hat auch Silbererz. Du machst auch mal ganz schnell Silberbarren. Ups. Das kommt jetzt überraschend. Wir feiern. Wir haben Produktion von Holzwerkstoff. Glücklich, dass du dich mit einer Aktion angefreundet. Oh! Ach, durch die Marktstände haben wir das jetzt geschafft. Eieieiei. Cool. Ach, Verbündete gibt es immer noch. Sehr cool. Ja. Das heißt, wir haben das jetzt hier soweit geschafft. Siegesbedingungen für diese Fraktion ist erfüllt. Optional erfülle weitere Aufgaben für diese Fraktion, um deinen Ruf bei ihr zu verbessern. Nächster Fraktionsruf bei 200%. Verbündete Fraktionen bieten an, sich mit dir zu vereinen. Haben wir in der Vergangenheit das schon mal geschafft? Wir sollen, was? Liefere 3 singende Klingen. Moment. Es würde uns viel bedeuten, wenn du uns diesen Gegenstand bringen könntest. Liefere das geforderte Artefakt von einem Handelsposten aus zur angeforderten Fraktion. Singende Klingen 3 Stück. Okay. Das ist das eine. Liefere Waren, die wollen 40 Leder haben. Okay. Und wir haben hier nochmal die Sache mit den Silbermünzen. Das war das andere. Ich habe hier ein Wildschwein rum existieren, das irgendwie Ärger macht. Ja, also im Grunde genommen könnte ich hier jetzt die Sache beenden. Bin stark am Überlegen, ob ich das jetzt schon machen soll oder sollten wir einfach noch weitermachen. Oh, hier ist ein Steinbruch, der nichts mehr zu produzieren hat. Dann würde ich sagen, wir deaktivieren das Gebäude, aber hier sind noch Steine. Moment, Steinbruch. Da ist hier einer, der kann aber noch Kalkstein abbauen. Aber auch nur Kalksteine, alles andere geht nicht mehr. Dann, ja gut, hat er so auch 16 Einheiten von, der braucht nicht mehr. Moment, Augenblick. Sind das nur die beiden? Moment, da war noch ein anderer.
Das ist er gewesen. Das ist der gewesen. Voll 16. Ich sehe aber auch nichts mehr. War das nicht der, der nichts mehr zu tun hat? Oder tue ich mich hier gerade mit den anderen? Bin ich denn blind? Ja, gut, das ist jetzt nicht die Frage. Eins. Zwei. Ach, da ist noch einer, den. Okay. Ja, die haben irgendwie alle nichts mehr zu tun, wenn ich das hier richtig sehe. Der ist mit Kalkstein beschäftigt. Also normalen Stein findet der nicht mehr. Kalkstein macht der eine. Dann würde ich hier auch sagen, komm, ja, das hat sich hier erledigt. Ich sehe nämlich sonst hier kein Gestein mehr. Okay, das wären also die drei da gewesen. Ich habe aber jede Menge... Ander, hier habe ich Kalkstein, hier habe ich Kupfer, Kohle. Jede Menge Stellen, wo Stein abgebaut werden kann. Das ist also definitiv nicht das Problem. Stein, beispielsweise hier, da ist jede Menge Stein. Moment, nein, der war's. Horsthaus, Steinbruch. Hier ist das Problem, wo kriege ich den hingesetzt? Den könnte ich tatsächlich hier hinsetzen. Dann würde ich hier einen Steinbruch hinsetzen. Moment. Kalkstein. Sehe ich jetzt hier so auf der Schnelle nichts. Das wird sich also nicht lohnen, das überhaupt irgendwie zu sagen. Macht das. So, dann soll der hier Stein abbauen. Beziehungsweise, Moment mal, ich mach das mal so. Und dann würde ich hingehen und sagen, hier vielleicht noch ein Steinbruch, wenn das klappt. Das geht. Und der soll sich dann hier so verdingen. Wenn hier entsprechend die Steine abgebaut von den Kollegen, dann ist das soweit in Ordnung. Achso, warte. Kalkstein braucht man hier nicht, weil du bist nicht. So, Problem erkannt, Problem gebannt. Hier ist noch Eisenerz, hier ist Kohle. Es wird mich schon so ein bisschen jucken, freuen und hast du nicht gesehen, hier das ein oder andere noch fertigzustellen. Beispielsweise dieses Leuchtfeuer hier. Frage, komme ich da irgendwie hin? Was? Leuchtfeuer. Da kommt ein... Leuchtfeuer. Ein Gebäude, um auf uns aufmerksam zu machen und entfernte Verwandte zu erreichen. Wir brauchen Stein. Nadelholzbalken, wir brauchen Zement, wir brauchen Seil, wir brauchen Eisenbarren und wir brauchen Zahnräder. Sollen wir das noch machen? Also zumindest dieses Gebäude. Weiß, ne? Also wie gesagt, ich bin theoretisch fertig, aber Die Glücksschmiede, sichere das Leuchtfeuer und schließe seinen Bau ab. Wir haben von diesem Ort gehört, blablabla, das kennen wir ja immer, das ist immer das Gleiche. Ist da irgendwie ein Weg hin? Ja. Also jucken würde mich das schon, nur ist die Frage. Irgendwie einen Weg hingezaubert. Mist. Warte. Augenblick.
das ist, glaube ich, der Gegner, ne? Aber, nee, Gegner nicht in dem Sinne, aber. Oder sind das. Das sind. Moment. Waffenschmiede, das ist doch bestimmt. Das an. Nee. Nein, doch, das ist hier, ne, ihr seht es gerade. Ich sehe es gerade da unten in der Karte. Das ist nicht unser Dorf, darauf wollte ich hinaus. Eventuell habe ich aber andere Möglichkeiten. Augenblick mal eben. Ärgerlich. Wegabreißen. So, nein. Weg bauen. Hier ist irgendwie was von meinem Bereich. Boah. Was ein Pfad. Gott, das ist. Du ahnst es nicht. Mehr, weil er das so rot anmarkert. Alles andere geht, aber ich habe keinen Stein mehr. Na ja, gut, Stein, ja, dadurch, dass ich. Okay, 38. Eieieiei. Einen Augenblick, ich sehe es gerade. Ihr bräuchten noch eine Jagdhütte. Könnte man locker flocke hier hinsetzen. Und damit die sich hier so ein bisschen um das Getier kümmern. Schwerpunktmäßig um die Wildschweine. Da so. Obwohl die sind, na gut, die sind auch welche, egal, das ging schon gewuppt. Da könnte ich vielleicht noch ein paar Lager hinsetzen. Moment. Ein Lager. Ja, unter was fällt das jetzt? Tierischen Ursprungs. Jein. Holz, Wertsachen, Naturprodukte, Leder. Gut, einmal Leder. Dann. Ich hätte vielleicht auch so ein großes Lager nehmen können, so ein Lagerhaus. Egal, ich mache hier erstmal mit den Dingern weiter. Egal. Vom Platz her, was ihr so braucht. Moment, ich mache mal so 3 Stück erstmal. So, Hasenfleisch. Dann Wildschwein. Und dann Rehfleisch. Ja, das passt. Erstmal in dieser Richtung. So, dann können die sich hier austoben. Ja, hier wäre theoretisch auch die Möglichkeit gegeben, da rennen ja auch noch Wildschweine rum. Okay. Wie sieht das mit meinen Steinen aus? Sägewerk, Steinbruch. Habe, der ist komplett leer, dann kann der weg. Ja, bitte, war das hier mit? Der hat noch Kalkstein. Okay. Das ist kein. Moment mal, das sind die Waffenschmiede. Wo ist denn der andere? War doch noch einer, meine ich. Da, genau. Ja, nee, Moment, das ist der neue. Personal ist auf dem Weg, da muss noch gebaut werden. Da ist der andere.
Kalkstein. Zement, glaube ich, ne? Moment mal eben. Steinmühle. Habe ich eine. Die ist wo? Steinmühle. Okay. Eifrig mit der Produktion beschäftigt. Augenblick mal. Ein Artefakt wurde entdeckt. Was die alles noch hier entdecken? Ja, wo? Artefakt, bitteschön. Wo ist das Artefakt entdeckt worden? Ich sehe es gerade nicht. Keine Ahnung. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier Kalkstein, aber kein Artefakt. Kohle. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier null. Also wenn es ein Artefakt ist, dann ist es ein sehr kleines Artefakt. Oder ist hier irgendwie so halb verdeckt und ich sehe es aus dem Grunde nicht. Keine Ahnung. Angeblich soll das hier irgendwo sein. Also ihr könnt mich schlagen, steinigen, sonstiges. Vielleicht seht ihr es, ich sehe es nicht. Hallo Artefakt, wo bist du? Sehr viel Strand, sehr viel Gestein, ein bisschen Gras und so und anderes Gedöne, aber kein Artefakt. Es wurde irgendwas entdeckt, ich weiß nicht was. Ja. Moment. Jetzt bin ich wieder raus. Achso, es ging um Stein und ich brauche für, wo war es denn jetzt? Ich glaube hier. Genau. Oh, da wurde auch schon jetzt der mit dem Bau angefangen. Ich brauche Zement 30 oder sollte der eigentlich schaffen mit der Geschichte. Eisenbahn. Ja, das ist alles kein Problem. Das sind mehr oder weniger so die Wege, das Problem. Was ist hier los? Baumaterial fehlt. Nadelholzstamm? Baumaterial fehlt? Kann ich gar nicht glauben. Ich hab so viel Baumaterial, so viel Holz. Also hier fehlt alles Mögliche und nur kein Baumaterial. Jo. Die kommen noch gar nicht hinterher mit den Fällen. Was ist hier mit der Holzfällerhütte? Die ist auch dicht. Der Wachturm wird nicht mehr benötigt, sehe ich gerade. Da sind Soldaten untergebracht. Ja gut. Die können da bleiben. Der ist auch schon mit seinem Latein hier am Ende. Die haben alles aufgedeckt, was sie erreichen können. Erzählt er mir gerade. Was habe ich hier? Die kümmern sich da drum. Auch okay. Hier käme ich dann an so einen Punkt. Ach ja, deswegen hatte ich ja auch hier die Holzfällerhütten hingesetzt. Die machen auch eifrig ihren Job. Nur die sind auch dicht hier. Also von wegen Baumaterial fehlt. Ich habe Baumaterial en masse.
Hier ist auch noch ein Sägewerk. Die sind auch schon eifrig damit beschäftigt, hier Dinge zu machen. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, aber was ich noch machen wollte, beziehungsweise worum ich mich so ein bisschen kümmern wollte, das war ja unter anderem hier die Geschichte mit dem Handelsposten. Wo setze ich den denn mal am besten hin? So, also Schatzkammern haben wir zwei. Da würde ich eventuell halt noch eine bauen wollen für Silber, wenn wir genügend zusammenbekommen. Da haben wir ja ein Handelslager. Und hier den Handelsposten. Und den habe ich noch gar nicht. Den könnte ich vom Platz her theoretisch hier hinbauen. Oder meinetwegen auch dahin. Oder vielleicht sogar dahin. Würde sich wahrscheinlich noch mehr anbieten, den einfach hier hinzusetzen. Oder nein, dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr, Wege zu bauen, die man eventuell noch braucht. Warte mal. Dann würde ich den so nah wie möglich hier so ins Grenzgebiet setzen wollen. Hier so. Und auch hier den Weg so nah wie möglich da dran. So, dann haben wir hier noch den Handelsposten. Und, ja gut, das ist natürlich jetzt noch Zukunftsmusik. Gut. Ja, okay, also ich kämpfe da im Augenblick selber noch mit mir, ne? Also eventuell mache ich in der nächsten Folge jetzt hiermit noch weiter, auch wenn es jetzt keine, so wie es aussieht, auch keine Gegner mehr zu geben scheint. Also hier mit den Dieben, das hat sich jetzt wohl auch erledigt. Die müssen wir irgendwie komplett erledigt haben hier irgendwie. Die sind alle weg, wo auch immer das Lager letzten Endes gewesen sein mag. Es wurde hier angezeigt, ne? Irgendwie ein Lager wurde zerstört. Die anderen waren ja die ehemaligen Schemen, die sind Geschichte. Und wir haben auch so jetzt so den größten Teil der Insel aufgedeckt. Und hier taucht nichts mehr auf, so gegnertechnisch. Zumindest im Augenblick nicht. Das mit den Werwölfen scheint sich dann Gott sei Dank auch erledigt zu haben. Es sind keine weiteren Werwölfe mehr in Erscheinung getreten. Also ich habe das hier noch nicht hundertprozentig aufgedeckt. Wir hätten hier noch so die ein oder andere Stelle, ne, wo man noch die Grenze entsprechend verschieben kann. Wo man vielleicht auch noch den ein oder anderen Entdecker hinschicken könnte. Das ist alles theoretisch noch machbar. Also, okay. Was ist hier? Auf den Schmiede? Okay, ist erstmal das noch eine andere Geschichte. Okay. Klar, ne, wir können jetzt hier noch so ein paar Sachen machen, wie beispielsweise, also ich würde ganz gerne, zumal wir jetzt damit angefangen haben, ich würde ganz gerne das Leuchtfeuer hier fertigstellen. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Das heißt, wir würden also in der nächsten Folge uns auf jeden Fall hier noch mit dem Leuchtfeuer beschäftigen. Das sieht auch schon jetzt schon sehr, sehr nett aus. Mal so ganz nebenbei bemerkt. Ich mache mal ganz kurz mal hier. Die Zeit nehme ich mir jetzt ganz einfach. Das sieht jetzt schon sehr, sehr beeindruckend aus. Jetzt mit dem Bau und so. Mit dem Kran finde ich klasse. Ja, dass wir da so diesen Baukran da haben hier auf dem Gerüst und so. Das sieht schon nicht schlecht aus. Das würde ich ganz gerne fertigstellen. Ich gehe noch mal ganz kurz rein. So. 17% haben wir. Die erste Steinlieferung ist erfolgt. Eisen ist komplett. Also ne, wir sehen also auch, wir kommen hier so langsam voran. Auch wenn uns die Wildschweine hier ein bisschen das Leben schwer machen. Was ist hier mit ihm? Ja, Holz ist unterwegs. Okay, immerhin. Hier ist irgendwie, weiß ich nicht, die haben hier Probleme. Aber das scheint auch an dem Weg zu liegen, der jetzt nicht so ganz optimal ist. Gebe ich ja zu, die Wege sind lang. Dann ist ganz einfach so geschuldet der ganzen Situation jetzt hier. Und ja. Okay. Hier haben wir noch, was war hier? Achso, der schimmernde Hirsch statt Tapferkeit.
Ja, da weiß ich noch gar nicht. Ob ich den mache, weiß ich nicht. Also das ist, aber das Leuchtfeuer auf jeden Fall. Also das machen wir noch fertig. Alles andere müssen wir schauen. Ja, alles andere würde ich ehrlich sagen, müssen wir schauen. Die Sache mit dem Handel und Wandel und so. Ich meine, gut, ich habe jetzt den Bauauftrag da erteilt. Aber ob ich das wirklich noch dann in den Angriff nehme und fertig mache und so, müssen wir schauen. Ich will das Ganze hier auch nicht zu sehr in die Länge ziehen jetzt mit der Geschichte. Wir sind ja auch schon mit den Folgen ziemlich weit und wir haben noch eine Insel vor uns. Die letzte. Und die sollten wir dann auch dann irgendwann in Angriff nehmen. Ja, wie gesagt. Aber wie gesagt, hier mit dem Leuchtfeuer, das wäre schon so ein Anliegen von mir. Das würde ich noch hier ganz gerne zu Ende machen. Alles andere ist optional. Schauen wir mal, wie weit ich da komme. Ansonsten breche ich dann das Ganze ab, sobald das Leuchtfeuer dann fertig ist. Ich danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ich danke für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Auch wenn es jetzt hier sehr locker und entspannt losgeht, aber nach der ganzen Aufregung, die wir vorher hatten, oder nicht zumindest vorher hatte, hier vielleicht weniger, aber meine Nerven waren dann schon mal an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen angespannt. Insofern genieße ich es da jetzt auch so ein bisschen lockerer, jetzt hier an den Rest der ganzen Geschichte rangehen zu können. Gönnt mir das einfach. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.